Willkommen zu eurer Lieblingssendung Fantastic Folge 6. Tja, ich war heute im Freibad. Im Winter zahlt man bloß den halben Eintritt. Ist finanziell eine sehr gute Überlegung. Und man hat den Vorteil, dass nicht so viele Leute dort sind. Und noch etwas, man lernt seinen Körper ganz genau kennen bei 20 Grad minus. Nämlich man bekommt Frostbeulen an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass man Stellen hat. So, jetzt wollen wir mal wieder ernst werden. Ja, ist es bei euch auch so arschkalt wie hier? Ich dachte mir, heute gehen wir mal wohin, wo es richtig warm ist. Sommer, Sonne, vor allem viel Sand, nach Tatooine, dem Wüstenplaneten oder Halbwüstenplaneten. Tja, und dort habe ich mir das süßeste von den ekelhaftesten und schleimigsten Monstern rausgesucht. Den Rancor. Wow, wow. Und dass Fantastic nicht zur reinen Monstershow verkommt, wie zum Beispiel Bundestagsdebatten, habe ich euch noch was mitgebracht. Es geht auch noch um das Miniwick One-Man-Size-Gif. Tja, die Miniwicks, das war so eine Sache für sich. Keiner wollte sie haben, keiner hat sie geliebt. Heute sind sie sehr gefragt, schweineteuer und trotzdem mag sie noch keiner. Ich würde sagen, wir dackeln mal rüber und legen los. Woo! Kommt mit! Nach dem Motto, lieber werben als sterben, wurde natürlich auch für den neuen Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter 1983 sehr viel Werbung gemacht. Viele schöne kleine handliche Heftchen. Hier sehen wir das One-Man-Size-Gif. Und hier das ultimative böse Monster Rancor. Und hier für die musikalischen Freunde unter euch ein Ziehharmonika-Prospekt. Auch hier durfte das One-Man-Size-Gif natürlich nicht fehlen. Gucken wir auf der Rückseite. Ah, da haben wir ihn ja. Auch hier ist unser Rancor erfolgreich vertreten. Wow. Und hier sehen wir ein Preisausschreiben, das ich aus dem Lieblingscomic meines Bruders herausgerissen habe. Auch hier unten ist unser Rancor vertreten. Der Rancor erschien in der amerikanischen Jedi-Box und auch in der europäischen Trilogo-Box, wobei sich die Trilogo-Box von der amerikanischen Box unterschied und meiner persönlichen Ansicht nach der Favorit hier ist. Sehen wir uns als erstes mal die Jedi-Box an. An den Seiten war wie bereits schon oft gewohnt ganz genau beschrieben, was man mit dem Lümmel alles machen konnte. Drehen wir das Ganze nochmal um. Hier unten, das ist keine Kampfhaltung, das ist ein morgendliches Gähnen. Oben befand sich ein ultra cooles Bild von den letzten Minuten im Leben eines Rancors. Der Gamorrean Guard war wohl so eine Art Henkersmahlzeit. Und nun werfen wir noch einen Blick nach unten. Eher unspektakulär. Tja, die Unterseite war nie besonders für Werbung vorgesehen. Hier haben wir nun die Trilogo-Box. Vorder- und Rückseite waren ebenfalls gleich. An der Oberseite waren die gleichen Bilder wie auch auf der Jedi-Box, bloß in einer etwas anderen Anordnung. Die Bodenseite war gleich wie die obere Seite. Hier sehen wir den Schatten des Rancor. Ja, das war genau das Spielzeug, was die Omis den Enkeln schenken wollten. Hier sehen wir die ultrasüßen Schlafzimmeraugen. Und die frisch geputzten Zähne. Am Rücken befand sich ein kleiner Hebel, womit man den Mund bewegen konnte. Ich demonstriere das mal. Hey, nicht so dicht dran. So, hier werfen wir mal einen Infrarotblick in den Rachen. Ja.
Oben könnte mal geputzt werden. Die Hände ließen sich drehen. Die Arme wurden mit Hilfe eines Gummis im Inneren befestigt, ähnlich wie bei den Masters of the Universe Figuren. Die Füße ließen sich ebenfalls bewegen. Ein hübsches Spielzeug aus dem Jahre 1983. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Rundflug. Sehr schön gelungen sind vor allem die Rückenschuppen. Hier sehen wir den Rancor mit einem kleinen Snack für zwischendurch. Eingesetzt wurden die Rancors auch, um eine gewisse Plage auf dem Planeten Endor loszuwerden. So, jetzt verpacke ich den Rancor wieder. Ganz wichtig ist, dass ihr dem Rancor, wenn ihr ihn wieder ins Regal stellt, einen kleinen Imbiss zugesteht. Ja, und jetzt lassen wir die Beine in Ruhe. Nun kommen wir zum One-Man-Size-Gif, oder wie es in Amerika hieß, Desert-Size-Gif. Die linke Trilogo-Version gab es bei uns und die rechte war die amerikanische Version, die ebenfalls bei uns erschien. Die europäische Version erschien zudem später noch einmal in der Kraft der Macht-Serie auf einer Blisterkarte mit zwei zusätzlichen Figuren. Dieses Set ist wiederum extrem teuer und sehr selten. Beginnen wir mit der amerikanischen Box. Hier sehen wir Boba Fett. Im Endeffekt ist das One-Man-Size-Gif ein gekürztes Tatooine-Gif. Eine wunderschöne Rückseite mit einem extra großen Bild. Und hier noch einmal, was man alles machen kann. Der Deckel. Und der etwas schmalere Fußboden. Hier sehen wir die europäische Trilogo-Box. Es fällt gleich auf, dass das verlängerte Seitenteil hier fehlt. Die Box ist auch etwas kleiner gehalten, aber im Großen und Ganzen mit dem amerikanischen Bild identisch. Die europäische Gebrauchsanweisung oben und die amerikanische unten unterschieden sich wesentlich voneinander. Und hier sehen wir das Sideskiff in all seiner Pracht. Das Sideskiff war von seiner Aufmachung her wohl eines der aufwendigsten Mini-Rigs. Man betrachte nun mal den Sonnenschirm und die Halterung. Wirklich, da haben sich die Leute von Kenner was einfallen lassen. Das Cockpit selber konnte man drehen und gleichzeitig drehten sich auch die Flügel. An der Unterseite des Mini-Rigs konnte man eine Rampe ausfahren. Zudem befand sich hier noch ein kleiner Knopf, womit man das Cockpit und die Flügel drehen lassen konnte. Man konnte die Figur unten an der Rampe an einer Nocke einklipsen und durch schnelles Zurückziehen des Hebels die Figur in den Sarlacc befördern. Die Waffen an den Seiten konnte man ebenfalls bewegen. So, das war das Sideskiff und das Rancor Monster aus dem Jahre 1983. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ihr habt auch in dieser Sendung gelernt, wo wir unsere lässigen Ewoks unterbringen können. In diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Mal. Einen schönen Tag noch und thanks for looking.